Hallo aus Quickborn, hier ist wieder Hannelore Drews von der Hobbykompanie und ich habe heute Gäste. Heute bei mir ist einmal die Helga Hof. Hallo Hallo. Helga. Und die Silvia Schütz. Hallo. Und die Ingrid Gosler. Hallo. Und ja, ganz, ganz toll. Ingrid ist zweimal da. Einmal unten schon mit ihrem Basteltisch. Und das Ganze kommt wie immer direkt vom Basteltisch. Und wir vier basteln hier heute fast um die Wette zum Weltkartenbasteltag. Ja, einmal noch mal ganz kurz vorstellen. Helga, wo kommst du her und seit wann bist du Demonstratorin? Ja, hallo. Also ich komme aus Siegen und ich bin jetzt seit Juni 2020 mit dabei. Super. Und die Silvia? Also ich komme von der Insel Usedom aus Albeck und ich bin seit 2016 dabei. Schon eine ganze Zeit. Ja, und die Ingrid? Ja, ich komme aus Königslutter am Elm und bin auch seit 2016 dabei. Also schon eine ganze Zeit, die beiden. Aber Helga ist Wiederholungstäter, also die konnte nicht ohne uns. Sie ist also gleich nochmal gekommen, weil sie wohl festgestellt hat, also das geht so gar nicht, ne? Genau. So, ja, ich würde sagen, wir scheiden alle auf unsere Basteltische und zeigen mal, was wir für Projekte haben. Ich bin so ein bisschen der Moderator vom Ganzen, aber ich zeige euch gleich, was ich heute Morgen schon gemacht habe. Die Karte ist ja fertig. Und ja, vielleicht auch noch meine Karte vom Wochenvideo. Das ist ja auch schon online, also eventuell muss ein bisschen umgebaut werden. Hier bei Helga und Silvia, das kennt ihr, das musste ich früher auch immer. Mittlerweile habe ich mehrere Kameras und das klappt hoffentlich bei allen jetzt ganz gut. Ich schalte aber auch mal um und hier auf meinen Basteltisch und dann gucke ich mal, wie das am besten so hinhaut. Dann würde ich mal sagen, auf die Tische fertig los oder auf die Projekte. Und ich mache aber wohl mal wieder die Galerie. Ja, dann würde ich mal sagen, wir basteln einfach los. Ich zeige mal ganz kurz, ihr gebt schon eure Sachen alle auf die Tische und dann gehen wir gleich von Tisch zu Tisch und gucken uns an, was ihr so tolle Sachen habt. Also hier nochmal meine Karte von heute Morgen. Ich habe dazu nochmal hier so kleine Blätter draufgeklebt und das Ganze auch geglittert. So, und das ist meine Schüttelkarte. Das ist hier mal aus meinem Wochenvideo. Also wer sich das angucken möchte, einfach mal auf meinen Blog gucken. Bitte nicht jetzt, sondern erst später, wenn wir fertig sind. So, dann gucken wir doch mal, was bastelt denn die Helga heute? Ja, ich mache eine sogenannte Pfeilkarte. Also ich zeige nochmal an dem Projekt, was ich schon vorgebastelt habe. Man sieht hier, da geht so der Pfeil nach unten. Und das gefiel mir ganz gut und man kann es auch wunderschön herbstlich gestalten. Und zwar, was ich total mag, sind einfach die Sets Landleben und Kraft der Natur. Also da hat man so viele Möglichkeiten mit, einen Garten zu gestalten, herbstlich zu gestalten. Und deshalb zeige ich das auch heute mal. Ja, super. Okay, leg einfach mal los. Silvia, was hast du heute? Was zeigst du uns? Also ich habe auch eine herbstliche Karte mit dem Produktpaket Schöner Herbst, mit dem Stempelset und den dazu passenden Stanzen. Das gefällt mir ganz besonders gut. Und ich habe eine einfache Karte gebastelt mit dem Produktpaket Schöner Herbst. Und außerdem habe ich noch verwendet, das aus dem Produktpaket Painted Poppies, diesen Klecks und diese Stanze, die diesen Kringel macht. Okay, da sage ich mal zwei doofe, ein Gedanke. Das habe ich halt auch, diesen Kranz. Ja. Mal gucken, das ist ja toll, wenn man sieht, was aus den Projekten so werden kann. Kannst du deine Kamera umdrehen? Wir sehen dich so liegend. Dann leg mal los und zeig uns doch, was du da machst. Okay, dann kommt die Ingrid. Die ist ja zweimal heute hier vertreten. Ja, klappt ja nicht anders mit meinem Ton, sonst übers Handy.
Also ich habe hier auch eine herbstliche Karte. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann oder ob ich näher ran muss. Ein bisschen mehr in die Mitte. Ein bisschen mehr andere Seite. Da, genau. Das und ein bisschen näher ran, dann können wir es, glaube ich, gut erkennen. Ja, okay. Oh, ich muss meine Brille aufsetzen. Ein Gruß zum Herbstanfang. Ja. Ja. So, und verwendet habe ich hier das Stempelset Schöner Herbst und Gather Together. Die beiden habe ich kombiniert. Und dann habe ich eben mit unserem Folienpapier und der Stanze Antikes Papier habe ich hier geprägt. Ja, super. Also du musst ein bisschen weiter zur Mitte, da wo deine Stempelkissen sind. Ja, so kann man es gut sehen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ich habe ja auch immer das Problem mit meiner Kamera. Man guckt immer ganz anders und ich habe schon wieder gesehen, ich habe was vergessen hier. Das muss ich gleich mal machen. Ja, so viele Hände und so viele Projekte. Ich glaube, da mache ich nicht auch noch mit. Das mache ich dann im Nachhinein irgendwann. Okay, dann gucke ich mal bei der Silvia. Was machst du jetzt gerade da? Also ich klebe jetzt die Teile auf mit Dimensionals. Okay, den kannst du die Kamera halten? Und was hast du jetzt unter deinem Kranz? Ein Stück Farbkarton in Merlot-Rot, 14 ja. mal 10 cm. Und das kommt nachher noch auf die Grundkarte aufgeklebt. So. Okay. Und jetzt hast du, der Kranz ist ja durchlässig, genau. Ja. Und dadurch sieht man den Untergrund, ne? Ja, und durch die Dimensionals wird das auch ein bisschen mehr plastisch. Und jetzt dekoriere ich den Kranz mit den Blättern. Die habe ich mir schon vorher aufgestempelt und koloriert. Und jetzt klebe ich die so auf den Kranz auf. Okay, die hast du also selber ausgestempelt. Es gibt in dem Stempelset einen Stempel für die Konturen und dann gibt es noch einen Einzelstempel. Super. Also ich halte das mal so in die Kamera für alle, ja, die es nicht kennen. Das ist dieses Set hier. Hatte ich mir ja auch ausgesucht. Ich glaube, Ingrid hat es auch, ne? Schöner Herbst. Ja. Ja. Das Tolle an dem Set ist natürlich, ich zeige das hier mal, dazu gibt es drei Stanzen. Und die sind wirklich ganz, ganz toll. Also ja, einmal so eine Eichel, dann ein Ahornblatt und ein Eichenblatt. Und die sind auch größer, als man das so gewohnt ist von Mini-Stanzen. Also das sind so Midi-Stanzen, sage ich mal. Und wirklich richtig, richtig toll. So, dann gucken wir mal weiter bei der Helga. Die ist ja schon fast fertig. Ja, ich habe jetzt mein Designerpapier zurechtgeschnitten und das Papier zurechtgeschnitten, wo die Größe draufkommt, habe mir die Kartengrundform gefalzt und jetzt wird das Ganze erstmal soweit zusammengeklebt und anschließend kommt dann noch die Deko drauf. Okay, und bei der Deko schreist du dann nochmal, damit wir sehen, was du ja dann da drauf gibst. Ja, natürlich. Okay, und jetzt sind wir nochmal bei der Ingrid. Du, was machst du jetzt gerade? Du prägst? Ich stempel gerade den Aufleger, der okay, hier oben auf meine Karte draufkommt. Okay, gut, super. Und mit was stempelst du da? Ich stempel im Moment mit dem Stempelset Gather Together. Das sind die beiden größeren Stempel hier mit dem Ahornblatt und dem Kürbis. Und jetzt nehme ich mir aus dem Stempelset Schöner Herbst noch die kleineren Blätter und stempel da Eichel und auch nochmal ein Ahornblatt und so zwischen die großen Elemente. Okay, und das machst du jetzt auf Vanille pur oder auf was machst du das? Ja, als Kartengrundlage habe ich Vanille pur, ja. Und als Stempelfarbe? Als Stempelfarbe habe ich Olivgrün und Zimtbraun. Okay, super. Gut, und dann hast du noch das Prägeteil da liegen, ne? Dann habe ich hier das Prägeteil. Diesmal habe ich, das hatte ich auch schon vorbereitet, die Kachelkunst genommen.
Ah, ja. Und habe natürlich hier hinter dem Träger habe ich noch ein Stück in Zimtbraun, damit sich das so ein bisschen farblich absetzt. Ah, super. Okay. Ich muss mal gucken, wie weit ihr da so seid. Was bastelt ihr denn eigentlich gerne? Karten, Verpackung, Scrapbooking? Ich fange mal wieder bei Helga an, weil die bei mir im Bild oben ist. Helga, was bastelst du gerne? Ja, also mittlerweile ist das ziemlich ausgewogen. Das heißt, ich mache zum einen Karten, ich mache super gerne Verpackungen und überlege mir auch kleine Geschenkideen. Und was ich auch total faszinierend finde, sind so Mini-Alben, die man im Prinzip in der Handtasche stecken kann. Weil es gibt ganz, ganz viele Leute, die einfach gerne ein paar Fotos von ihrer Familie, von ihren Haustieren etc. dabei haben. Und das ist immer eine wunderschöne Möglichkeit, die dann auch richtig schön zu präsentieren. Ja, das finde ich auch. Ist auch eine super Sache. Und Silvia, was bastelst du gerne? Ich glaube, Also Laternen, oder? ich bastel sehr gerne Verpackungen Ja. in jeglicher Form und auch Laternchen. Ja, Also das. kleine Lichterhäuschen, kleine Lampen, die man irgendwo hinstellen kann, jetzt zum Herbst besonders schön. Und natürlich auch Karten. Ja. Eigentlich alles. Ja, meist hat man ja so ein Lieblings. Ja, Verpackungen und Laternchen. Ja, okay. Und Ingrid, wie ist es bei dir? Ja, ich mache am liebsten Verpackungen, weil ich Geld habe. Also ich mache auch viele so kleine Goodies, weil ich festgestellt habe, dass die also immer gut ankommen als Mitbringsel, wenn man irgendwo eingeladen ist. Statt Blumen oder teurer Pralinen gibt es eine kleine Verpackung von mir mit einem kleinen Naschi drin. Und zu Feiern, Geburtstagen und so. Mache ich halt gerne Karten und wenn ich selber eingeladen bin, dann habe ich festgestellt, dass unsere Explosionsboxen als Geldgeschenke super ankommen. Ja, das glaube ich. Das kann ich mir gut vorstellen. Oder das merke ich halt auch immer, ja. Ich gehe mal eben hier hin. Die Ann hat gefragt, ob ihr eure Anleitung nachher auf Facebook stellt. Also ich denke mir auf jeden Fall. Also alle haben ja ihre Blogadresse mit eingeblendet, sodass ihr da, denke ich mal, ich frage mal in die Runde, dass ihr habt die Anleitung bestimmt auf eurem Blog stehen oder stellt ihr sie vielleicht morgen ein? Ich stelle sie Ja, ich dann sehr stelle sie gerne morgen ein. ein. Helga? Ich stelle sie sehr gerne ein morgen, ja. Okay, also Helgas Blog könnt ihr sehen. Das ist Helgas kreative world.wordpress.com. Genau. Und Silvia? Ja, ich stelle meine Anleitung auch ein auf meinen Blog. Ab morgen, oder? Ab morgen. Okay, das ist dann kreativ-up-usedom.de. Ja. Und Ingrid? Stelle meins morgen auch ein auf dem Also Blog. ab morgen steht alles drin. Jetzt muss ich mal, Ingrid, deine Blogadresse ist, ich sollte mal. kunterbuntestempelecke@blogspot.com. Kunterbuntestempelecke.blogspot.com. Genau, so war das. Was mich jetzt nochmal so interessiert und vielleicht auch die, die nachher nochmal zugucken, was gefällt euch dann besonders daran, Demonstratorin zu sein? Ich starte diesmal bei Ingrid. Ja, also ich bin dazu gekommen durch eine Explosionsbox, die ich selber geschenkt bekommen habe, die mich so begeistert hat, dass ich gesagt habe, das muss ich auch machen. Cool. Und dann habe ich mich erkundigt, wer macht sowas? Und bin erst durch die Nachbarin der Tochter meiner Freundin zu einer Demonstratorin gekommen. Ja, und kurze Hand habe ich mich entschlossen, das alles selber zu machen, habe mir die ersten Produkte gekauft, habe ein bisschen rumprobiert und war so infiziert, dass ich jetzt also ständig dazu kaufe und ständig probiere. Und startet jetzt auch mit ihren ersten Videos.
Wenn es soweit ist, dann gebe ich hier den Startschuss, so dass ihr dann auch bei Ingrid unbedingt mal gucken müsst. Okay, super. Silvia, warum bist du gerne Demonstratorin? Ich hoffe, du bist es gerne und ja, erzähl Also mal. ich bin sehr gerne Demonstratorin und mir hat von Anfang an gefallen, dass alles so gut aufeinander abgestimmt ist, dass die Farben zu dem Papier, also dass die Papierfarben zu den Stempelfarben passen, dass auch die Stempel, das Papier und alles so schön aufeinander abgestimmt ist, dass man so tolle, hochwertige Ergebnisse damit erzielen kann. Und bei mir war es wirklich Liebe auf den ersten Blick und ich will nichts anderes mehr. Ich bin super glücklich. Cool. Super. Ja, und dann Helga muss ich auch noch mal die gleiche Frage stellen. Ja, also ich habe damals den Papierschneider, der hat mich total fasziniert. Und deine Videos natürlich. Und für mich war ganz klar, das will ich machen. Ich habe im Prinzip immer was gesucht, wo ich wirklich mein Hobby zu meinem Beruf machen kann, ne? Und was mir besonders gefällt, ist einfach, wie toll die Farben aufeinander abgestimmt sind. Dann auch die ganzen Techniken, die wir gelernt haben, jetzt auch von dir, ne? Wie man die anwenden kann, die ganzen Kartenformate, die ganzen Ideen. Und ich liebe es einfach, in Workshops das auch weiterzugeben, das auch zu zeigen, dass ganz viele das halt mitnehmen können. Und für mich wird es auch definitiv nichts anderes geben. Ja, toll. Gut. Nicht abgesprochen. Das haben Sie alles freiwillig gesagt hier. Ja, ihr kommt ja jetzt schon zum Endspurt. Super, da muss ich wieder meine Brille aufsetzen, sonst sehe ich nämlich nichts. Ja, was für eine Farbzusammenstellung hast du, Helga? Ich habe aus den neuen Inkala-Farben habe ich als Grundkarte das Aventurin, das Designerpapier, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, ewige. Nee, Blumen für jede Jahreszeit. Das Okay. ist auch von den Farben her, ist es in Hummelgelb, was auch wieder zu den eine Farbe der Inkala-Farben ist. Und als Braunton habe ich Zimtbraun auch genommen. Ja, also alles Und das drin. finde ich alles zusammen sehr harmonisch. Ja, Ja, das passt sowieso immer alles schön zusammen, ne? Toll. Und Silvia, du hattest jetzt Terrakotta, glaube ich, ne? Nein, ich habe Savanne als Grundkarte Ja. und die Auflage ist in Merlot-Rot, Melo. Flüsterweiß. Dann diese Herbstfarben, auch Merlot, Safrangelb, Farngrün. Und ich habe hier noch, ich weiß nicht, ob man das sieht, dieses Gold in Embossed, Ah, wenn man das ja, jetzt also so das sind so sieht. Sprenkel, ne? Ja, diese Sprenkel habe ich vorher embossed mit Gold. Okay, welchen Stempel hast du dafür genommen zum Sprenkeln? Aus Painted Poppy. Okay, super. Das Diesen. habe ich jetzt gerade nicht. Ah, da hast du es. Den. Ja, super, schön. Ganz toll. Und jetzt gucke ich noch mal bei Ingrid, die ist, glaube ich, auch schon auf der Zielgeraden mit ihrer Karte. Ja. Und du Bin. bist jetzt, Vanille, hatten wir schon gesagt, Vanille pur. Ja, ich habe Vanille pur Olivzimtbraun eingesetzt und eben den Streifen mit dem kupferfarbenen Folienpapier embossed. Okay, super. Und das lässt sich übrigens wunderbar auf der Karte befestigen, wenn man unser super flink und fest nimmt. Ah, cool. Sehr schön. Also das sind hier unsere neun. Ich schalte mich mal hier einmal runter. Dahin. So, das sind hier unsere neun Rollen. Die sind immer in so wieder verschließbaren Verpackungen, die sich dann irgendwann wieder öffnen lassen. Und ich nehme mal hier einfach so ein Stück Papier. So. Und gehen auch, wenn sie sich öffnen lassen, ja, ganz einfach in der Handhabung. Also wie so ein Abroller. Wir hatten ja früher den Snail. Also einfach zack und fertig. Und das ist jetzt hier der besonders feste. Und wir haben dann auch noch einen, der etwas leichter ist. Also gut zu handhaben. Liegen, super, da ist die Kamera in der Hand.
Ja, wer also gerne mit diesen Abrollern arbeitet, unbedingt mal ausprobieren. Die findet ihr im Jahreskatalog. Und ja, Ingrid sagt, das geht super, wenn man Metallic-Papier hat. Und ich glaube, du hattest auch letztes Mal erzählt, dass du das für überhaupt für Prägesachen nimmst, ne? Ganz genau. Ja. Also, was stark klebend ist und weil ja hier durch das Geprägte ist ja auf der Rückseite immer eine Erhebung. Ja, genau. Ne? Und wenn man normal den Kleber, dann rutscht der nicht so rein in diese Vertiefungen. Und dann muss man zu dolle drücken, dass der sich mit der Karte verbindet. Und schon hast du dein schönes Geprägtes so ein bisschen zerstört, weil es wieder platt wird. Richtig, richtig, ja. Okay, super. Haben wir noch gleich was gelernt? Immer gut. So, also bei Helga scheint schon alles fertig zu sein. Ja, ich kann aber auch gerne noch eine weitere Karte anfangen. Also kein Problem. Ja, ich glaube, also ich hatte eine halbe Stunde angesetzt. Und da das für uns ja das erste Mal ist, ist es, glaube ich, aufregend genug. Du kannst vielleicht nochmal deine Projekte richtig in die Kamera halten, damit wir sie super sehen können. Ein bisschen hochhalten. Gerade das, was du jetzt auch gemacht hast. Oder nacheinander. Ja, das ist mit Kraft der Natur. Genau. Und was hast du, was steht da drauf? Ich habe hier vorne drauf stehen Ruhe, Kraft, Gelassenheit. Und innen drin als Gruß, herbstliche Grüße. Und hier hat man dann halt noch die Möglichkeit, was Persönliches drunter zu schreiben. Super. Und du hältst auch nochmal bitte dein Schild mit, ach nee, die andere Karte möchten wir auch nochmal sehen. Genau, hier habe ich halt mit dem Stempelset Landleben gearbeitet. Habe hier vorne ein Danke drauf gestempelt. Und innen rein ein kleines Dankeschön einfach für alles. Supi. Toll. Sieht ganz klasse aus. Und wir Dankeschön. Freuen uns auf deine Anleitung. Wenn du jetzt nochmal dein Schild mit deiner Adresse vielleicht nochmal so, damit das alle sich eventuell abschreiben können. Ganz super. Toll. Okay, dann glaube ich, ist die Silvia auch fertig. Die hat noch so einen tollen Umschlag gemacht. Also meine Karte ist fertig. Ja, sieht toll aus. Ja, schön. So sieht sie aus. Ich habe innen auch noch ein bisschen ausdekoriert und ich habe noch den Briefumschlag dazu ein bisschen gestaltet. Auch eine ganz tolle Idee, ne? Also das hast du jetzt aufgeklebt, die oder zum Teil etwas geklebt und etwas gestempelt noch. Okay, also dein Zettel kann man eigentlich ganz gut lesen mit deiner Adresse. Ich glaube, das können alle gut sehen. Also kreativ-up-usedom.de. So, und ich glaube, die Ingrid ist auch fertig. Ja. Ja, dann sind wir noch ganz gespannt auf deine Karte. So, das ist meine Karte. Was steht vorne drauf? Vorne steht drauf, ein Gruß zum Herbstanfang für dich. Ja, wunderbar. So, und das ist die, kann man es sehen, kunterbunte Stempelecke. Ja, das kann man sehen. Okay. Ich schreibe das nachher nochmal in die, hier nochmal drunter als Kommentar, sodass alle sehen können, wo sie eure Werke nachher nachbasteln können, beziehungsweise wo sie die Anleitungen finden. Okay. Ja, dann haben wir das super geschafft in der Zeit und wir freuen uns dann wahnsinnig auf eure Kommentare hier, auf euer Feedback, wie ihr das gefunden habt, also wie das angekommen ist bei euch und ob wir sowas mal wiederholen sollen oder ob ihr das eher langweilig findet. Wir sind da dankbar für jedes Feedback. Ja, dann sagen wir allen noch ein tolles Wochenende und ja, ich sage schon mal Tschüss, bestimmt die anderen auch alle. Ja, tschüss. Tschüss.